Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge CT War Nation. Und immer noch mit dabei ist der gute Chris. Hallo. Hallo. Ja. So, wir müssen unbedingt jetzt diese Folge die Quest fertig bekommen, dass wir hier einmal rumlaufen können auf der Mauer. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Ja, sollten wir schaffen. Ich denke mal schon. Wir haben genug Steine, wir haben genug Motivation. Ja, die sowieso. Ja. Nur die Zeit, die rennt davon. Ja. Die müssen wir nächstes Mal, müssen wir die mit dem Köcher einfangen, damit die nicht davon rennt. Jetzt geht's, kommen wieder die guten Witze. Füße hoch, der kommt flach! Ich höre dich bauen. Oh, achso. Oh, da ist der gute Chris. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin schon wieder in der Mauer eingebaut hier. Oh nee. Oh mein. Ja, wir hatten niemals vor, eine Mauer zu bauen. Und doch drin bauen wir sie jetzt. Wir leben die deutsche Geschichte. Genau. Oh, hier ist ein Skelett in der Mauer drinne. Ich gehe gerade mal in der Mauer lang. Zurück. Auf der Mauer, auf der Mauer. Kennst du dieses Kinderlied? Ja. Eine kleine Wandche. Schau dir mal die Wandche an, wie die Wandche tanzen kann. Okay, ich muss sagen, ich kenne nur noch dieses auf der Mauer, auf der Lauer, es ist eine kleine Wand. Und weiter kann ich leider gar nicht. Nein, Creeper! Okay! Mr. Creeper. Und so starb er wieder. Nein. So. Also ich mit meiner Schutzrüstung glaube ich eher weniger an das sterben werde. Allerdings hat der ein Loch in die Wand gerissen, aber es baut sich ja wieder auf, zum Glück. Das macht er. Ich finde es richtig gut. Also dieses Plugin, das ist auch nicht irgendwie jetzt cheaten oder so, weil ich finde, das ist einfach nur Arbeitserleichterung. Ja. Das ist so, so. Aber man könnte zum Beispiel das als Cheat benutzen. Zum Beispiel ich in meiner Höhle unten könnte einfach Creeper, wenn da Creeper sind, die zum Explodieren bringen. Und ja. Ja, die würden halt für mich Steine abbauen. Ich könnte die Steine aufnehmen. Und dann wird sich alles wieder aufbauen. Das ist eigentlich total. Okay, es ist nicht Cheat. Das ist ja total unlogisch, weil ich meine, du willst sie ja wegbekommen. Ne? Ja. Okay. Ich habe mir gerade überlegt. Die meisten Sachen würden ja auch kaputt gehen, ne? Also. Ja. Und das wäre auch noch gegen die Regeln, also. Ich glaube, das wäre gar keine gute Idee. Das wäre nie. Das wäre nie. So. Ich kann auch noch mal ein bisschen Stein brennen währenddessen. Ich habe gesehen, ich habe hier noch ein bisschen Cobblestone. Sehr awesome. Irgendwo da, da. Wir bauen auf jeden Fall auch Treppen, die hier den Hof führen. Ja. Also, aber ja, dann. Wie gesagt, sowas mache ich dann mal irgendwann jetzt mal. Dann, wenn es keine Quest ist. Ja. Ruhe dann ab und zu so Stück für Stück. Aber ich finde, es ist auch wichtig, dass wir diese Quests haben, weil ich glaube kaum, dass wir uns jetzt hingesetzt hätten, zwei Folgen lang hätten diese Mauer gebaut. Ah, ich also, glaube, ich irgendwann wäre die schon fertig geworden, aber es hätte wahrscheinlich noch eine Weile gedauert. Es hätte sich noch. Ja, es hätte noch viel länger gedauert. Klar, vielleicht hätte ich jetzt schon an meinem Haus weitergebaut, also irgendwas macht ja immer irgendwie was Produktives, ne? Also oder nicht. So ist es ja nicht. So wie ich zum Beispiel mit meinem Holzklotz, den ich dann wieder abreißen musste. Ah, das stelle ich mir super nervig vor, weil das hat ja echt schon eine gute Zeit gedauert. Ja. Ne? Na, meine Hühnerfarm musste ich ja jetzt auch wieder abreißen, weil sie nicht funktioniert. Weil ich halt falsch gebaut habe. Ja. Aber diese Minecraft. Ich sagen selbst schuld, ne? Also. Aber diese Minecraft. Also was hier? Regeln verstehe ich manchmal nicht. Wenn das Wasser doch. Ach, das ist alles Scheiße. Verstehe doch gemacht, nicht. Genau. Was hast du denn genau gemacht? Erzähl mir dann. Na, die Urkonstruktion war eigentlich so. Du kennst halt diese klassischen Hühnerfarmen, wo denn unten Steine hinkommen, oben Schilder, damit das Wasser nicht durchfließt. Mhm. Und die Hühner dann drauf sitzen. Also. Und unter die Schilder kommt halt nochmal eine Schicht Wasser, die nach vorne fließt, um die Items anzuspülen. Und ja. Dann über die Schilder halt eine Schicht Wasser mit den Hühnern drauf. Und ja. Aber das funktioniert bei mir halt nicht, weil das Wasser nicht richtig abfließen kann. Ich habe es zu groß gebaut. Ach so. Ja. Okay. Ja, das ist scheiße. Ja. Ein bisschen. Ach nein, Markus, ist cool. Also ich wollte das machen. Ich wollte es bauen und abreißen. Also ich meine, ja, das ist auch cool, super, ne? Finde ich geil auf jeden Fall. So. Haben wir jetzt eigentlich. Die Mauer wieder tiefer. Ja? Haben wir jetzt eigentlich
Ja, hier muss noch Holz rein. Ich sammle mal Holz, ein bisschen was. Und dann gucke ich mich nochmal auf. Danach klatsche ich hier mal noch ein paar Leitern ran, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, wie das... Oh, shit. Kommt da einfach ein Zombie von hinten? Was soll denn das? Ein kleines Zombie-Lein. Wollen wir uns mal schnell ins Bett legen? Ich bin hier gerade einmal um den Baum rumgerannt, völlig sinnlos. Aber egal. Villager-Zombie, hab ich. Ich hab grad was von Chris von Team abgebaut. Macht ja nichts. Was habe ich mir gerade dabei gedacht bei diesem Vorgang, was ich gerade gemacht habe? Ich weiß es nicht. Frag doch. Ey, frag einfach nicht, okay? Ja, genau. Einfach nicht fragen, Leute. Ich gehe aber trotzdem mal schnell hier bei Timmer schlafen. Mal gucken, ob er auch ein gemütliches Bett sich aufgestellt hat. Ja. Hoffe ich mal für ihn. So. Da hat er eins. Wow. Gut, dass ich zum Bett gerannt bin. Wieso? Ich bin wieder nicht schlafen gegangen. Also du hast mich einfach alleine schlafen gegangen. Ach so, ey, manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Ich verstehe es nicht. Ich finde das so komisch. Da kann man sich einfach nie drauf verlassen. Nee. So. Ich geh jetzt mal da oben auf die Mauer hoch. Wir sind schon fast fertig. Wir müssen jetzt nur diesen Weg noch bauen, dass man drauf laufen kann. Aber ich glaube, so ziemlich schon an der Umrandung fertig. Ja. Schauen wir nochmal kurz die Tiere. Ja, das müssen... Meinst du, Tim nimmt wahrscheinlich heute nichts mehr auf, ne? Oder Nigi auch nicht, weil die macht ja morgen einen Livestream. Das weiß ich nicht, ob ich aufnehmen heute. Hm. Also, gesagt haben sie nichts. Ja, deswegen. Dass sie was aufnehmen wollen. Ich will mich jetzt nicht drauf verlassen, halt, dass sie aufnehmen. Es wäre halt echt blöd, dass wir... Wenn wir die Tiere nicht... Aber zum Glück, es ist nicht so schlimm, dass wir diesmal nicht alle drei Quests haben, weil da sich ja Leute die Sachen diesmal wünschen dürften, gibt es ja keine Unterteilung zwischen 1, 2 und 3. Ja, klar. Sondern man wird halt belohnt, man wird halt aber extra belohnt, wenn man halt alle Quests gemacht hat, dass sich halt die Stadt was wünschen darf, ne? Ja. Das ist halt schon cool. Warum hat diese so... Dein Ernst, Niki? Dein Ernst? Dein Ernst? Es sind einfach so ein riesen Loch in der Mauer mit so einem Durchgang. Nee, das war ich, weil ich ihr Fenster nicht zubauen wollte aus Höflichkeit. Achso, okay, aber sie hat ja mittlerweile auch so Türen und so, also. Achso, das ist ja. Aber ich mach das mal lieber zu, dass wir da keine Lücke haben. Haben wir jetzt eigentlich. Wird die Niki wahrscheinlich gar nicht merken. Ich baue nicht ganz gekonnt jetzt zu hier. Ich reiß die Türen ab. Die lege ich ihr in ihre Kiste. So. Das wird die gar nicht merken. Cobblestone habe ich auch noch ein bisschen. Zack. Klaue ich mir noch 2 Cobblestone von ihr? Böse. 2 Cobblestone geklaut. Oh mein Gott. So. You can't do this. Jetzt werde ich gebannt aus meinem eigenen Projekt. Also. Ja, genau. Mist. Der Admin. Bannt den Admin! Oh, scheiße. Die Farm müssen wir um 1 kleiner machen. Warum? Weil es sieht dann ein bisschen hässlich aus. Weil ich gerade auf die Zäune die Stonebricks setzen muss. So. Warum ist hier eigentlich Holz? Soll hier Holz sein? Nein, da war einfach Holz, weil da Holz war. Ich hab das nicht hingebaut. Okay. Aber wir sind schon, ich weiß nicht, haben wir da hinten jetzt schon alles so gemacht, dass du komplett drüber laufen kannst? Soweit ich weiß, ja. Du kannst ja mal abtesten, ob du gerade einmal die Mauer umrunden kannst. Also so. Wäre cool, wenn es gehen würde. Okay. Nee, von hier geht's noch nicht. Wer müsste denn hier halt hoch auf die Mauer drauf? Warte mal, dann. Okay, weil da müsst ihr dann zumachen, ne? An dieser Stelle. Ja, dann baue ich hier mal noch eine Treppe hin, damit man da durchkommt. So. Meine Dia-Spitzhacke ist gleich kaputt. Dabei hat ich habe noch eine ganze. Also was halt cool wäre, wenn wir halt alle 3 Quests hinbekommen, dann würde ich sagen, wünschen wir uns ein Glück 3 Buch, oder? Ja. Meinst du, das hat Sinn? Ja, oder? Ja. Aber ich finde es gar nicht mal so hässlich mit dem Holz, also wenn wir so ein Holz als Zwischengang nehmen würden. Aber das können wir, ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal so, wie es ist. Ja. Also so wie das ist. Lauf mal einmal rum. Ah, hier ist natürlich ein bisschen breiter. Unsere Mauer. Unsere Stadt. Das müssen wir natürlich dann so machen. Ah, Mist. Das sieht blöd aus. Ich muss leider hier das Holz abreißen. Und man kann das ja später nochmal durch Holzblöcke ersetzen, aber hier sieht das ein bisschen komisch aus. So. Ich habe übrigens die beiden Wasserfälle bei meinem Haus jetzt weggemacht. Ah, gut. Okay. Dass niemand mehr reinkommt. Müssen sie halt ein paar Enderperlen ausgeben, wenn sie reinkommen wollen, ne? Also ja.
Wäre auch das Beste, weißt du, so eine voll die Bonzenmauer gebaut, ne? Also stell dir das mal jetzt in echt vor und dann lässt du einfach so Wasserfall so einfach so an der Seite drüber laufen. Einfach, oder hast du so Leitern einfach so an der Seite von ja. der Mauer außen. Oh, Mr. Enderman. Hello, Mr. Enderman. How are you doing? So. Huh? How are you doing? So. Hab ich mir gerade dabei gedacht, das war so ein bisschen egal. So. Der Enderman schreit mir ins Ohr. Schreit er dich dann an? Fuck you, Wesso! Take that! Alter, okay, man kann ihn nicht mit Pfeilen treffen, stimmt's? Ja, das ist Enderman, da kann man nicht mit Pfeilen treffen. Warum habe ich dich denn angeschossen? Ich weiß es nicht. Ich bin so ein Idiot. Ja, auf jeden Fall kann man so. Hier einmal rum. Komplett. Ich auch ein bisschen. Ich teste es gerade. Ich habe jetzt gerade mal fertig gebaut. Oh, und wie geht das Essen aus? Oh nein. Da will man einmal die Mauer umrunden, dann geht dann das Essen aus. What is happening geil. Here? Das ist an die Outlast einfach. Habe ich ja nie gespielt oder geguckt, ne? Echt? Also ich spiele Let's Play das ja gerade nebenbei. So. Ja, ich bin nicht so der Horrormensch. Ich erschrecke mich da auch mal zu sehr. Da kriege ich einen Herzinfarkt mit Tod. Das ist schon zweimal passiert. Buh. Nummer 3. Okay, ich würde sagen, wir haben die Quest erfolgreich erledigt. Ja. Weil man kann einmal außen rumlaufen. Gut, jetzt froh. Brauchen wir noch die Tiere. Wir müssen unbedingt eine Kuh und ein Schaf finden. Okay. Dann hole ich mir jetzt mal schnell Essen. Essen die auch Weizen, ja. Kühe und Schafe? Kühe und Schafe essen beide Weizen, ja. Die einzigen Tiere, die kein Weizen essen, sind Hühner und Schweine. Ja. Hühner essen Samen und... Nee, Hühner... Kühe ja, doch, Hühner essen Samen und Schweine halt Karotten. Jo. So, und jetzt sag, dass ich bitte noch Ofenkartoffeln habe. Bitte, bitte. So, einen Stein kann ich jetzt hier mal rausnehmen eigentlich. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Nope. So, finde ich gerade. So. Ich glaube, hauptsächlich habe jetzt so richtig viel Stein. Hast du noch Essen? Ich muss gerade... Ja, im Lager ist jede Menge Essen. Schon gebraten? Nee, ne? Doch. Da sind viele okay. Ofenkartoffeln drin. Okay, dann werde ich mich da mal kurz bedienen. Ei und Weizen sowas mit drin. Was brauchen wir gerade? Weizen und da? Karotten. Hm. Beziehungsweise ich nehme nur Karotten mit dafür, dass ich die Schweine halt nochmal vermehren kann. Mhm. Und das Samen habe ich hier 3 okay. Und da Weizen noch. Okay. Dann hoffe ich mal, dass wir das hinbekommen. Schweineliebe. Und Zäune. Schweineliebe. Schweinische Liebe. Zum zu. Jetzt haben die Schweinische Liebe. Das am Nachmittag. So. Dann noch ein paar Zäunchen. Dann werde ich mal ein bisschen Holz suchen und. Holz und Tiere. Ja, ich war noch nicht fertig mit meinem Satz. Also Zäune habe ich jetzt schon genug, ne? Für diese die Zinnen. Achso, nein, ich meine fürs Gehege, gut. Du kannst ja, wenn du magst, das Gehege schon mal bauen. Und ich halte mal Tiere zu suchen, das ist eigentlich wichtiger. Ich brauche wann wart ihr so produktiv gewesen? Habt so viele Kartoffeln und sowas gemacht? Voll krass. Ich habe die letzte Folge abgeerntet und recht reingeschmissen. Also wenn man das Feld aberntet, kriegt man, glaube ich, mindestens ein 64er Stack. Krass, okay. Ja. Okay, Kartoffeln haben wir genug, genau. Schweine haben wir genug, dann haben wir... Ja, Kühe und Schafe genug. Brauchen wir halt noch. Ja, Kuh und Schafe, okay. Oh, ob das klappt. Aber Pferde, Pferde sind ja nicht mit einbezogen. Nein, oder? Da stand ja drauf extra, dass wir Kühe, Schaf und Schwein mitnehmen müssen. Also sonst nicht, das war ja extra angegeben. Und das Blöde ist, es ist ein reines Glückssache, ne? Dass wir jetzt sowas finden. Ja, also Schweine sehe ich hier ganz gut. Ich hätte mich übrigens wieder verlaufen, das kennt man ja schon von mir. Klar. Ich habe übrigens bei den letzten Folgen, also ist schon ein paar Folgen her, da habe ich mich übelst krass in der Welt verlaufen und da musste ich Slashback benutzen bei einer Situation. Ich hoffe, das ist nicht regelkonform, also nicht gegen die Regeln. Doch, eigentlich schon, weil das darfst du nur machen, wenn du gestorben bist. Ja, aber ich werde ja nicht mehr zurückgefunden, weißt du? Ja, irgendwann schon bestimmt. Irgendwann. Oder? Nee, ich hatte mich halt so krass verlaufen. Ich wusste, also ja. Ich hatte ein Villager-Dorf gefunden, das irgendwie... Wo war ich denn? Bei den Koordinaten... Ich glaube X 1300 und Z
auch irgendwie 1600 oder irgendwie sowas. Also halt schon weiter weg. Schon ein Stück weg. Schon ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Und da wusste ich mir halt nicht anders zu helfen. Total verzweifelt. Ja. Das habe ich öfter, dass ich mal die Orientierung verliere. Ich weiß denn jetzt bis jetzt noch nicht mal richtig, wie es zu Stadt 3 geht. Oh, okay. Ich habe ein Schaf gefunden. Cool, ich auch. Ich ziehe gerade eins hinter mir her. Mann, wenn die blöden Bäume nicht. Dann hätte ich lieber eine Kuh gefunden. Ja. Ich glaube, Kühe sind seltener gerade bei uns. Ja, ich guck mal kurz. Ich nehme mal gleich das Schaf. Was auch super cool wäre, ich hätte gerne einen Hund. Hätte ich für einen Hund drauf. Wäre cool, ne? Ja. Ja. Da sind Pferde. Die brauchen wir nicht. Cool, ich nehme jetzt ein Schwein. Hast du das Gehege schon gebaut jetzt eigentlich? Ja, das ist schon da. Cool. Ich habe gerade eine Burg gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob da jemals schon mal jemand drin war. Hä? Ich gehe mal schnell gucken. Wir haben noch alle Burgen hier. Ist schon eine Burg. Wir haben doch nur eine Burg. Die haben wir schon abgegrast. Ja, ich glaube ja. Ja, das ist die wir abgegrast haben, locker. Ja, okay. Ich gehe trotzdem kurz hoch. Ich gehe trotzdem kurz gucken. Ja. Auch wenn ich glaube, dass es die Burg war, die wir... Die wir schon abgegrast haben. Ja, okay. Schade. Ja, ich habe eine völlig unberührte Burg gefunden, als ich mich verlaufen habe. Echt? Ja. Und da, was da drin? Kuchen habe ich mitgenommen und ich glaube eine Eisenschaufel. Okay, sonst nichts? Ich meine, warst du oben? Na, ja, aber nichts von Wert, woran ich mich jetzt noch erinnern würde. Oh, schade. Okay, weißt du jetzt, wo ich mal hingehe, wenn ich Leder brauche? Hier sind ganz viele Pferde. Ein Schaf. Also du hast ja ein Schaf, hast du gemeint, ne? Ja. Falls es jetzt nicht stirbt, weil es wird ja jetzt Nacht. Ah ja, stimmt. Warte, ich hole mir jetzt einfach mal das Schaf auch mit. Ja. Aber das Gehege ist ja noch nicht neben dem Haus. Das Gehege haben wir. Neben dem Haus ist das hier. Ja? Das habe ich gebaut. Ja. Gerade eben. Ich guck mal. Das passt auf jeden Fall. Hä? Aber nicht neben dem Haus von dem alten Mann. Doch, hinten. Also ach, hinten. Oh. Sag doch nicht neben, wenn du hinten meinst. Ja, das ist. Kommt drauf an, wie du Leben definierst, ne? So. Nie im Leben. Cool, Schaf da hinten. Ja. Gut, ich liebe. Also Schaf. Komm her, Schaf. Komm. Wir haben uns doch beide lieb, oder? Da ist so ein Zombie-Dorfbewohner. Hey, blöd, Schaf. Komm her. Hallo. Ich hab Weizen. Hey. Warte, jetzt kommt das weg. Hey. Hallo. Hey, du blöde Schaf. Bist du blind? Oder blöd. Du bist ein bisschen blindes Schaf. Oder blöd. Oder blödes. Komm her. Du hast den Zaun natürlich sehr gut gebaut, dass da jetzt kein Tier reinkommt. Ja, deswegen, also das habe ich mir auch was dabei gedacht, weißt du? Ja, ist einfach... Mr. Zombie Man, wir gehen sie weg von meinem Schaf. Jetzt habe ich hier ein liebes, tolles Schaf, was ich in das Gehege rein will. Geh da jetzt! Ja, dann tun... Achso. Du sackes Schaf. Ja, vor allem, mir fällt gerade ein, wir müssen ja auch die zwei Stück da reinbekommen, nicht nur an sich haben. Also Schweine sind auf jeden Fall hier auch viel, also das wäre nicht das Problem. Aber Kühe merke ich schon. Du kannst ja gleich mal in den Wald gehen, weil da waren Kühe gewesen, das weiß ich. Die waren da mal. In welchem Wald? Was in der Richtung Stadt 3 geht. Okay. Na, jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus. Fassbar. Hey, kein Gras essen. Hallo. Guck mal, wir haben es fast geschafft. Ich dachte, ich sehe schon das Haus. Komm her. Ja, so ist fein. Komm mit. Ich baue mal so ein Tor, gleich mal. Ein Tor. Oh ja, danke. Warte kurz, da ist ein Skelett. Ganz viele Monster. So. Ja, schaff. Hey. Ich hasse es voll, dass man, wenn man Weizen aus der Hand nimmt, dass sie dann erstmal so voll denkt, so, hö, jetzt gibt mir kein Weizen mehr. Jetzt gehe ich nicht mehr mit, jetzt ignoriere ich dich. Voll desorientiert, ja. Hallo. Ja. So, da vorne, guck mal, ich sehe schon deinen anderen Schaf liegen. Nein, komm mit. Dein Schaf, Bro. Eigentlich das Beste. Das Beste, was wir machen konnten, einfach das bei Nacht zu machen. Ja, das war eine klasse Idee, finde ich, von uns. Müssen wir uns auch mal selbst loben. Oder willst du dich gerade mal ins Bett legen? Weil das hat die ganze Zeit geklappt, ne? Dass du alleine geschlafen hast. Ja, warte. Ich will nur schnell ein paar Stiggies machen für ein Zauntor. Ja, warte. Mach ich kurz mal so. Na, hier, komm her. Hallo, jetzt brauchst du wieder so ein bisschen Orientierungszeit. Kommst du mit? Hätte ich ja schon wieder vergessen, wie man einen Zauntor macht, ne? Holz in die Mitte, also so übereinander wie Zaun.
Und dann an der Seite Sticks oder umgekehrt, dass man zweimal Holz braucht quasi an der Seite und in der Mitte Sticks. Also eins von beiden. Ah ja, ja, okay, ich weiß schon wie. Wow, das war effektiv, Markus. Hä? Warum ist das schon hier? So, raus. So. Ich glaube andersrum. Okay, also zwei Schafe hätten wir schon mal safe. Jetzt bräuchten wir zwei Schweine. So. Guck ich gerade mal. Die sind ja bei uns eigentlich. Wie viel Zeit? Ja. Weißt du, wie viele Minuten es hier sind? Wahrscheinlich noch richtig spät, ne? Ich glaube bei 18 oder so, weil ich habe ja den Timer durchlaufen lassen, deswegen kann ich es dir jetzt gerade nicht sagen. Okay. Versuchen wir jetzt schon schlafen zu legen. Ja, ich liege schon. Gucken, ob es klappt. Achso, okay. Ist gut. Und hat es geklappt? Ah, okay. Ja, so ohne, dass ich drin war. Vielleicht, weil du Admin bist, dass du da irgendwie nicht zählst oder so. Ach so. Das kann fast sein, ja. Das wäre natürlich komisch, aber. Hm. Aber ich meine, es hat auch schon mal bei anderen geklappt. Ohne, dass ich dabei war. Hm. Ich muss mal kurz so einen Sicherheitszaun machen, dass wir jetzt nicht gleich alle Tiere weggehen. Ja. So, ich will jetzt nur Schweine haben. Okay, da das sind genug Schweine, dankeschön. So. Dann. Kommen wir mit? Schweinchen. Aber wann wir die immer so deorientiert sind. Hallo, ich habe immer noch dieselben Karotten wie gerade eben. Hallo. Die haben richtig wenig Plan. Hallo. Ja. Ich habe keinen Plan vom Leben. Ja. So, die gleich wieder rein. So sind sie. Also ich werde gleich mal die Schafe ein bisschen vermehren hier. Na. Aber wir brauchen ja nur zwei eigentlich da. Also. Ja, aber. Ja, stimmt, wir können ja trotzdem nutzen dann, ja. Stimmt. Wir brauchen eine Kuh. Erstmal. Aber also am besten zwei, weil wir brauchen. Wir müssen ja beide im Gehege sein. Ja. So. Ich hab mal ja, eine Kuh wäre optimal, also wäre minimal und das andere wäre optional noch. Wenn wir noch eine Kuh wäre Optimopti. Optimopti, schon mal gerade die Schweinchen. Ich kann mich auch haben wir Eier nicht richtig, erinnern, richtig viele Eier. Kühe gesehen zu haben. Okay. Ja. So, komm her. So, jetzt warten wir mal wieder 5 Minuten, bis die eine Orientierung haben für die Karotten hier. Hallo, ich habe eine Karotte in der Hand, hat sich nichts geändert. Guck mal Leute, ich habe eine Karotte in der Hand. Hat sich nichts geändert. Oh, das Schwein geht schon freiwillig da rein, oder was? Oder läuft jetzt, ach, ihr lauft mit mir, okay. Finde ich gut. Die Hühnchen müssen wir ja auch mal her. Da reinlocken, ne? Ja, leider. Wollen wir da vielleicht einfach... Außer wir hätten richtig viele Eier. Na, ich habe 6 Eier. Ja, das ist... Aber wir könnten es probieren. Ja, ich probiere es gleich mal. Das ist super praktisch. Versuch du mal, ob du derweil eine Kuh findest. Mhm. Ich weiß nicht mal. Schicken könnt ihr über Zauntore drüber, oder? Kann das sein? Oh, stimmt. Ich mach das mal gerade höher. Genau, mach mal 2 hoch lieber. Willst du da dann einen Eingang machen? So. Und natürlich fehlen mir jetzt ein paar Zeug. Ah, da. Hast du schon den Eingang hingemacht, okay. Dann mach ich's mal anders kurz. So. Kann man nicht 2 so, Zauntoreingänge übereinander machen, die dann gleichzeitig öffnen? Ah, jetzt ist ein Schaf raus. Ah. Nein, schieb es wieder rein. Schieb es mit all deiner Macht. Lass mich jetzt meinen Admin richtig benutzen. Ich meine, du hast von all meiner Macht geschrieben. Naja. All deine Macht. Guck mal, da ist es so scharf. Oh, das ist ein Schaf. Hat's ihn? Ein Huhn. Ah, wir haben kein Glück mit den Hühnern. Nein! Hey. Schaff! Schaff, komm. Warte. Oh, das Babyschaf ist auch raus. Warte, mach auf. Kommt her, ihr Schafe. Hallo. Hallo. Alter, was für eine Arbeit mit diesen Schafen. Ja. Hallo, ich hab ein Weizen für dich. Weizen. Oh, geil, Weizen. Ja. Oh, geil. Oh, guck mal, wie ist einfach so auf halber Strecke noch unentschlossen. Okay. Warte. Ich muss drinnen bleiben. Okay. Ja. Wir brauchen eine Kuh. Schnell. Hurry. We have no time left. Ganz schnell. Tu schon mal die Kuh von uns versuchen sicher rauszubringen, okay? Die wir haben. Jo. Weil die können... Das macht ja nichts, wenn die jetzt da ist so lange. I will do it. Aber halt irgendwie vorstellt, dass die ganzen Tiere halt rausquillen aus dem Ding. Ja, mal zum Kühe hat. What the fuck? Was hast du hier gebaut? Hier. Das ist so ein Sicherheitsding, dass die anderen Tiere nicht rauskommen. Weißt du? Okay. Dass sie nicht einfach so rauslaufen.
musst du ja kaum hier, musst du. Aber das würden die ja nie tun. Das sind ja schlaue Tiere, ja. Ey, die in Minecraft finde ich wirklich übertrieben schlau gemacht. Also die KI ist wirklich so. Oder ist was offen, da ist ein Block oder so, dann gehen die sofort dahin. Unfassbar intelligent sind die. Warte mal, ich schieb jetzt einfach die Kuh, weil die reagieren hier alle auf mein Weizen. Nein, die Hühner und die und die und die Dings hier. Chris, ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Ich tu's doch. Versuch es. Kommt wieder rein, ihr dummen Tiere. Komm. Ja, Mr. Kuh. Genau. Ich möchte dich raus haben. Na komm. Geh raus, komm, verpiss. Komm. Guck mal, als wenn es als einfach an einer Kuh liegt, das wäre so ironisch. Das wäre nicht nur ironisch, sondern auch ein bisschen ironisch. Ja. Komm, Mr. Kuh. Ich hab noch ein paar Eier gefunden. Bahn, du blöde Kuh, komm jetzt. Alter, ich hab einfach Schweine gefunden, aber... Die Kuh ist das dämlichste Tier, was ich je gesehen habe. Die guckt auch schon so dämlich. Hey, das gibt's doch nicht. Als würden hier keine Tiere spawnen. Die ist wirklich wie ausgestorben. Nein, Kuh, nicht ins Wasser. Das Wasser ist Lava. Diese Kuh ist einfach voll die Rarität, die wir da haben. Diese eine Kuh. So wie in Indien, glaube ich. Können wir nicht ein paar Kühe aus Stadt 3 entführen? Nein, scheiße. Das wäre so lustig, aber das dürfen wir leider. Schade. Die haben so viele. Die können uns ruhig mal was abgeben. Das könnte gut sein. Come on, Mr. Kuh. You can do it. You're the best. I know. Komm, Kuh. Was ist das? Ich hab eine Kuh. Ha. Nice. Hallo, Kuh. Komm mit. Very nice. Du kommst jetzt mit, Kuh. Wir haben jetzt einen weiten Weg vor uns. 10 Kilometer. Und einen weiten Weg. Harte Klippen, steil. Alter, du blöde Kuh, geh jetzt rein. Wenn ich jetzt Weizen in die Hand nehme, dann laufen die Schafe weg. Das ist das Problem. Ach so. Na, hab ich dich angesteckt? Ja, Chris hat wegen Chris habe ich jetzt Husten. Ja. Bei mir sieht die richtig süß aus, die guckt so richtig lieb. Lieb, eine liebe Kuh. Du hast jetzt ein friedliches neues Zuhause gefunden, meine Kuh. So, komm, wir haben fast alles. Ich versuche die Chickens rüber zu locken. Ey, yo, jetzt. Nein, hey Kuh. Jetzt hängt es am Ende so an den Chicken, aber die haben wir ja. Komm her. Ich habe immer noch das Weizen in Hand. Wie gerade eben, hatte ich nicht scannen. Ich habe es nicht mal aus deinem Inventar genommen. Komm hier, cool, Weizen. Was? Du verstehst mich. Wie gesagt, das sind sehr, sehr schlaue Tiere. Ja. Kommt, ihr Hühnchen. So. Nein, Mr. Piggy, geh weg. Lachen. Kannst du schwimmen, Kuh? Du kannst schwimmen. Guck mal, die Kuh kann sogar jedes, schwimmen. Ich meine, jedes Tier kann schon schwimmen. Pferde nicht. Echt nicht? Kommt, ihr Hühner. Da ist gerade ein Schwein rausgelaufen, aber es ist mir jetzt mal kurz egal, wir haben genug Schweine. Ich will erstmal die Hühner hier in Sicherheit bringen. Wie die mir hinterherlaufen, okay. Ist das süß. Herr, leckt es oder was ist los? Nein, ich nicht, wieso? Diese Kuh, die leckt so rum, die denkt so, oh Weizen, oh. Naja, das ist die KI. Ja. Alle KI Hühner mit so dem Gang. Guck mir hinterher. Sieht einfach so putzig aus gerade. So. Was denn? Na, wie die Hühner mir hinterherlaufen. Ist einfach so geil. Gerade in einer Linie. Alle ganz brav. Das ist so voll den Entenmarsch, so weißt du schon. Ja. Nein, Huhn! Komm mit! Bitte! Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Finde ich, bin richtig stolz auf uns. Ja. Wir haben 2 Quests erfüllt innerhalb von 2 Folgen. Das ist eine gute Statistik, also. Ja, da können wir uns mal selbst loben. Das eine Huhn ist einfach so verpeilt und dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Mein Huhn. Ich wette, es wird zur dunklen Seite überlaufen. Mit den Zombies. So. Stell dir mal vor, wir hätten als Haustier irgendwie dieses eine Chicken, was mit dem Mini-Zombie da ist. Oh, das wäre süß. Was du da gesehen hattest. Oh, das wäre süß. Stell dir mal vor, wir hätten das. Das würde sogar gehen, wenn wir das Ding überdachen, dass der Zombie nicht verbrennen kann. Und dem Namen-Tag geben, dann kann das natürlich spawnen. Ja, aber Namen-Tag findet man halt super selten und kann man nicht herstellen. Ich hab einen. Das ist cool. Was denn? Ein oder zwei. Hier ist noch eine Kuh entkommen, oh Mann. Ich hab meine jetzt dabei, also. Das ist nice. Auch nicht. Ich hab mir vor, die Schweine macht Liebe. Du bist so aggro, dass sie nicht mitläuft.
Und schlägst die aus, als würdest du die mit so Weizen schlagen. Und dann schlägst du die aus, als würdest du mit deinem Schwert und die ist tot. Ich meine, bei so einem Chicken wäre es nicht schlimm, ne? Weil da haben wir ja viel, aber... eine Kuh war da gewesen, eine einzige. Okay. Ironischerweise in der Nähe von einem Kühlhof, wo die eine Kuh begraben ist. Das Auge der Kuh reloaded. Teil 2. Und dann das Auge der Kuh Revolution. Haben wir jetzt alle Tiere? Gleich, ich habe hier meine Kuh. Die ist jetzt gleich bei dir. Oder auch nicht. Das sind zwei Chicken, zwei Schweine. Ja, wir haben alle. Sehr oh nein, jetzt muss ich diese Kuh da reinbekommen. Warte. Warte, Kuh, warte. Du machst. Nein, mach zu. Nein, komm mal. So, warte. Ich komm hier rüber. Geht das? Kommt die da rüber, die geht. Kuh? Die kommt da rüber, die kann das. Die kann das, die ist eine sehr, sehr gute Kuh. Komm her. Hey. Die Kuh hat da gar keinen Bock drauf gerade. Super. Und? Fall rein. Komm rein. Rein. Ja, so. Mal okay. Kuhliebe. Pass auf. Ich krieg's nicht auf. So. Was zu? Ich kann nicht sehen wegen deinem Skin. Nein, dazu. Nein! Das war zu gewesen. Komm. Aber nicht aufmachen, Wir gehen hier drüber. Ja. Über den Gang. Kommt die Viecher. Kommt. Wie du das gerade von hinten genommen hast. Nein, pack dein Weizen aus der Hand. Sonst wissen die nicht wohin. Okay. Und das sind die, oder? Komm. Die sind voll verwirrt, die sind geistig. Die haben gar keinen Plan gerade. Okay, warte, die wollen jetzt. Komm, geh hier rein. Komm. Na komm. Kommt hier? Ja, nice. Nice. Okay, so, warte. Ich gehe zuerst raus, ja? Meiner. Okay. Okay, du. Okay. Nice. Wir haben es geschafft. Ja! Yeah! High five, Minecraft High five. Okay, warte mal. Oh, warte, eine Sache habe ich noch vergessen. Die mache ich jetzt noch schnell. Ich möchte noch Lieder und ich habe dir eigentlich schon Fiki machen lassen. Gemacht? Ein Kuhbaby? Oh ja, ich sehe es gerade. Oh Mann. Das Hühnchen lassen wir mal im Leben. Hat's geklappt. Ja, komm. Ein einsames Frieden Hühnchen. Kann man hier auf der Welt. Alleine in dieser großen, weiten Welt. Wird es diese Nacht überleben? Wir werden es erfahren. Das ist schon eine Spinne bei den anderen Tieren. Cool. Die Tiere haben ja sehr hohe Überlebenschancen. Ja, die Statistik steht gut, also. Ja. So, ich mache ein bisschen Fucking hier gerade. Ja, genau. Könnte ich auch gerade machen. So. Hier ein bisschen Sicherheit sind. Gut, dann lass uns mal schnell noch das Tor zumachen und dann in unsere Tiere zurückkehren. Ja. Also hier in unsere. Warte. Okay, dann würde ich sagen, wir haben diese erfolgreich geschafft, die Quest, und ich kann jetzt glücklich dann das Quest-Auslosungsvideo aufnehmen. Ja. So. Und ich töte dich auch noch. Warte. Zum Abschluss der Folge. Okay. Sehr gut gemacht. Okay, und irgendwann können wir uns ja eine Kuh wieder zurückholen. Ja, genau. Zwei für die Niki. Also tut uns leid, Niki, wenn du uns sauer bist. Also. Aber es war für uns unser aller Wohl. Das heißt, wir dürfen uns ein Item wünschen. Yay! Geil, das können wir jetzt gleich mal in der Kumpel-Konfi wieder noch besprechen, aber ich würde sagen, fuck, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Die Folge ging super lange. Zombie ist gerade mein Haus hochgeschwommen. Ich hab's gesehen. Ich werde mal in mein Haus hochgehen. Kommst du auch in mein Haus und beenden wir da die Folge? Okay, warte, ich bin sofort da. Mit Steel. Deal with it. Ich gehe schon mal in meinen Jacuzzi. Mensch, cool. Hat er also jetzt auch Blubberblaseneffekt oder ist er nur so ein Standard? Noch Standard, aber baue ich jetzt mit Redstone baue ich dann Blubberblaseneffekt. Ah, so noch diesen Redstone, genau. Würde sogar gehen mit bestimmten Comments-Block irgendwie. Jo, warte. Warte. Chris, warte. Wenn dann richtig. Warte. So. Genau. Ey, bei mir sieht das sogar ein bisschen aus wegen den Fackeln, die haben so Rauchpartikel. Aber weißt du, was du machen könntest? Was denn? Du müsstest das um Stein unterkleiden hier und dann könntest du Netherrack anzünden und dann so eine Schicht freilassen, dass das Feuer da ist und dann deinen Boden anders ausmachen, dann kommt so Rauch aus dem Boden raus. Das wäre auf jeden Fall auch cool, ja. Okay. Das sieht cool aus, ja. Das kann man sich auf jeden Fall mal Folge überlegen. Komm, noch ein Minecraft High Five. Warte. Okay. Yeah, awesome. So. Okay, dann würde ich sagen, wir wenden hier im Jacuzzi, hier mit Chris die Folge. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute.
Ja, bis dahin, ciao. Und tschüss. Warte, wir müssen es noch ausloggen. Ja, tschüss. Tschüss.